Ich hatte dir neue Daten geschickt. Hast du sie bekommen? Ja, habe ich. Na und weiter? Was hast du erlebt? Ich habe Bots gesehen. In einer Fabrik. Bots? Das ist seltsam. Deine Frau war auch dort. Mit Dr. Kurtz. Was? In der Fabrik? Adam, welche Fabrik? Wo? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Was ist denn? Ist was passiert? Dieser Junge, James, er war allein. Nur ein Bot war bei ihm. Wieso lassen sie ihn so allein? Wen meinst du? Tracy und mich? Nein. Wen denn dann? Er war ganz allein. Sie gehen zu weit. Das alles geht zu weit. Bitte, Adam. Was hat Tracy gesagt? Hat sie über einen Upload gesprochen? Keine Anrufe mehr. Und halten Sie sich von meinem Sohn fern. Er ist nicht dein Sohn. Er muss wieder nach Hause. Er braucht seine Eltern. Er hat seine Eltern. Hat er nicht. Es ist sein verdammtes Recht, mit mir zu sprechen. Und es ist auch mein Recht. Jetzt reicht's mir aber. John ist mein Sohn. Er lebt hier bei mir. Alles andere sind Hirngespinste. Du weißt genau, dass es wahr ist. Und selbst wenn. Davon muss es noch lange nicht richtig sein. Adam, hör mir zu. Ich habe zugehört, Richard. Lange genug. Du bist ein Lügner, ein Ehebrecher und du bist kein Vater. Das alles hat absolut nichts mit mir zu tun. Selbst dieser Bot, Simon. Simon? Der Bot hieß Simon? Ich hol jetzt meinen Sohn da raus. Adam! Schluss jetzt damit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von State of Mind. Schon eine Weile nicht mehr hier gewesen, gerade eben mir das nochmal angeguckt und eben auch auf YouTube eben nochmal kurz einen Blick geworfen. Ich wusste nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, es ging jetzt aber darum, dass wir zurück in die Klinik müssen und unseren Sohn rausholen. Also unseren Sohn, der ja nun eigentlich, nicht wirklich unser Sohn ist oder so. Was, warum ist das Ding hier noch aktiv? Ich muss jetzt los. Achso, ich muss jetzt los, deswegen ist das noch aktiv. Ich muss ganz kurz was gucken. Ich habe so das Gefühl, es ist so leise. Ich habe hier unglaublich laut. Eigentlich ist es schon ganz schön laut. Weiß ich, bin ich... Aber wie hat es so laut gemacht, es ist so leise, ich weiß auch nicht. Wir lassen das einfach. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Oh, was jetzt? Was nun? Sally! Du hast mich zu Tode erschreckt. Tut mir leid, Adam. Was ist denn? Etwas stimmt nicht mit mir. Meine Hände. Das sind nicht meine Hände. Ich hatte andere Hände. An dieser war ein Ring. Sally? Ich glaube, ich habe etwas Schreckliches getan. Sally! Was macht Sykes mit meinem Sohn? Du hast keinen Sohn, Adam. Raus. Raus hier. Sofort. Am besten du schaltest dich ab. Du hast keinen Sohn. Sofort zu John. John ist gerade in einer Untersuchung. Was ist das? Er stellt am Mittwochmorgen, das war ein wirklich schöner Tag. Ich bin froh, dass wir reden konnten. Ich denke an dich, Amy. Gerade jemand... Ah, okay, das ist eine Lampe, die sich so verändert. Abgefahren. Nehme ich auch. Okay, ich muss sofort zu John. Ne, wir haben keinen Sohn, hat sie doch gerade gesagt. Wir haben alle Zeit der Welt, um uns die Wohnung nochmal von vorne bis hinten anzugucken. Nein. Warte mal. Sally. Alter. Was hast du... Hat er wirklich abgeschaltet? Johns Nanny, Sally freut sich auf ihre neue Aufgabe. Sie wird John in allen Dingen zur Seite stehen. Vor allen Dingen in den Dingen, ihm beizubringen, dass er nicht wirklich existiert. Ja. Ich muss sofort zu John. Ja, ich... Löw. Ach, wir können auch rennen. Guck mal, habe ich ganz vergessen. So, mach mal Klick. Hier, zum Infinity Plaza, da geht's runter mit dem Fahrstuhl. Und vielleicht heute ein Urlag, vielleicht heute einmal ohne... Ach guck mal, da unten ist ja noch eine zweite Etage, das wusste ich gar nicht. Schade, dass man da nicht hin kann. Manchmal doch ein bisschen schade, dass man so eingeschränkt ist. Da geht's ja auch hoch. Das habe ich noch gar nicht, Overcar? Was ist das denn? Nutzt eine angenehme Fahrt. Sind wir von hier schon mal irgendwo hingefahren? Ah, zur Klinik. Wir können auch mit dem Ding fahren. Wir müssen nicht mit dem anderen fahren. Wir können auch mit dem Ding hier fahren, zur Klinik. Geil. Also, normalerweise mussten wir immer mit der komischen Magnetschwebebahn fahren. Geil, da sind wir. City 5 Union Park. Dienstag. Kurz. Recreation Center. Jetzt aber den Namen Recreation nicht irgendwie schon mal eine Idee davon bekommt, dass irgendwas nicht stimmt. Recreation Center. Wir könnten uns jetzt hier hinsetzen auf die Bank. Die können die untersuchen.
setz dich und hör ein bisschen Musik. Nee, ganz ehrlich, das hört sich nicht so wirklich nach Musik an. Nicht so für meinen Geschmack. Zumindest, das ist eine Pflanze. Liduc Algarnoema. Diese mittlerweile allseits beliebte Pflanze wurde nach ihrer Designerin Michelle Liduc benannt. Ihre unverwechselbaren Formen und Farben verdankt sie genetischer Chirurgie. Und ich glaube, das haben wir alles schon mal vorgelesen. Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier. Hallo? Unbekannter Bot? Nix wie rein. Das willkommen im Kurtz Recreation Center. Ja. Es gibt sicherlich Ärger. Erstmal reden wir mit Mona. Hey. Willkommen zurück, Mr. Newman. Hi. Ich will zu John. Jetzt. Das geht nicht. Ihr Sohn ist in einer... Schon klar. So, der Sohn ist wahrscheinlich nicht da, oder was? Wenn sie ihn gerade versuchen zu createn. Créateur del Son. Mr. Newman? Was? Oh, guck mal, wir sind sogar die reingekommen. Drohnenschächte. Was für Drohnenschächte? Habe ich irgendwas verpasst? Krass. Ah, nice. Drohnenschächte. Aber ich sehe keine Drohnen, keine Schächte. Das ist das Problem an der... Doch, hier. Natürlich sehe ich Drohnenschächte. Warte mal. Das ist so und so. Aufsteigen ist das und das ist runter. Okay, alles klar. Weißt du Bescheid? Potential Bug. Potential Bug? Hier ist nichts Bug. Nice. Vermeide die anderen Drohnen. Kann man probieren. Da geht's nicht lang. Oh shit. Ich hoffe, wir werden hier in Ruhe gelassen in diesem... Weiter runter können wir nicht. Oh. Okay. Aufsteigen hiermit. Okay, der geht jetzt da lang. Aber ich muss da rein, wie es aussieht. Da kann ich jetzt nicht reingehen, weil der Fisch wird da sicherlich gleiche. Corrupted Messenger detected. Ja. Alles kein Problem, der macht jetzt diesen da. Kann er sehr gerne machen, das ist die richtige Richtung. Und was ist das denn? Warum sind das denn zwei? Das ist doch... Ja, wieder am Anfang hier, ne? Das ist hart. Wenn so zwei bis drei von diesen Drohnen da sind, dann... Potential Bug. Corrupted Messenger detected. Das ist schon mal ziemlich ungeil. Corrupted Messenger detected. Ja, wir müssen tatsächlich hier rein, also bin ich mir fast ziemlich sicher. Corrupted Messenger detected. Scheiße! Wir hätten doch da lang gehen können. Entschuldigung, habe ich jetzt schon wieder geflucht? Ich wollte nicht wirklich fluchen. I'm sorry about the fluching. Was war das? Okay, egal. This direction or where you are going? Okay, er kommt hierher. Das ist, glaube ich, der erste. Und der zweite folgt, glaube ich, gleich auf dessen Spuren. So, der haut jetzt ab. Der macht jetzt diesen. Und gleich dahinter folgt Drohne Nummer 2. Ganz genau. Wie eben schon mal gehabt. Nur, dass die quasi jetzt zurückfliegt. Und dann hinten nach rechts abbiegt. Und das ist unsere Chance, nach links abzubiegen. So. Okay, so meine Vorstellung. Funktioniert so leider nicht. Corrupted Messenger detected. Jetzt verpisst sie sich wieder, jetzt kommt die andere. Wenn wir uns jetzt hier uns hinten ranhängen, haben wir eine Chance, weil sie jetzt bestimmt vorne nach rechts abbiegt. Hat sie doch vorhin auch gemacht. Corrupted Messenger detected. Well done. Okay, so läuft's. Nein! Was zur Hölle? Oh, warum? Ey, man darf wirklich nicht zu nah rankommen.
Na los. Corrupted messenger detected. You can do it. Potential bug. Corrupted messenger detected. And now. Da kommen wir nicht lang. Wir sind quasi wirklich wie so ein Bug hier drin. Wir können nirgendwo anders hin, außer diese anderen Wege hier. Die anderen Drohnen können hier alles durchfliegen. Wir dürfen das nicht. Gut, dann gehen wir hier rein. Jetzt geht's hier lustig weiter. Ja, witzig, was sie so viel Rätsel hier so haben und so. Und so Schwierigkeiten einen auf den Weg geben. Eigentlich ganz nett. Nette Abwechslung. Ich sage ja, das Spiel kommt in Fahrt. Das sage ich jetzt nur, weil ich gerade eben noch die Folge davor mir nochmal kurz angeguckt habe, einen Teil. Deswegen weiß ich, dass das Spiel in Fahrt kommt. Aber kommt's ja wirklich. Es ist ja wirklich sehr viel besser. Dieses Geräusch ist sehr krass. Was ist das für ein Geräusch? Da ist ein Monitor. Upload Report, Upload von MT-Einheit. Upload vollständig durchgeführt bei normalen Bedingungen, Gedächtnismodifikation, Mentaloptimierung. Intellekt nicht beurteilbar. Stimmt, die Leute wollen irgendwo abgeloadet werden. Das war doch das Problem. Was zum Teufel? Er stellt am Freitagabend, die neuen Vogelalgorithmen funktionieren immer noch nicht. Die Schwarmintelligenz ist okay. Aber die Interaktion mit Bäumen ist katastrophal. Schaut euch das bitte nochmal an. Warum sollte man mit Bäumen interagieren? Upload gescheitert bei leicht vermehrten Bedingungen. Ausgangskörper, Herzversagen nach 4 Minuten. Okay, das ist schlecht für den Körper. Wenn man an einem Herzversagen dahin sich da niederlegt. Oder oben die Drohne fliegt immer hin und her. Hier oben geht's auch irgendwo hin. In den sogenannten benachbarten Nachbarraum. Corrupted Messenger detected. Das sind Avatare. So könnte man aussehen. Boris Kalinin. Entwurf von Steven. Steven, geiler Name. Steven Wake, versteigert an Kolja Antakov für 7,2 Millionen Dollar. Wow. Und das hier? Lun Hyacinta, Entwurf von Sophie Martinez, versteigert an Nagori Yahiro für 8,5 Millionen Dollar. Da weißt du Bescheid, was hier los ist. Noch ein Avatar. Cindy, dritter Platz, Entwurf Miguel Tesco, versteigert an Nina Anne Jameson für 5,6 Millionen. Vierter Platz, Jonathan Link, Entwurf von Felicio Beach, versteigert an Fan Q für 5,3 Millionen US-Dollar. Die BIA. Corrupted Messenger. Also treuer ist. So, jetzt das hier hinten. Noch ein Avatar. Platz 5, Richard Kane, Entwurf von Valerie von Stahl. Netter Name. Eigentum von Dr. Raymond Kurz. Weißt du Bescheid, der hat das also gekauft. So. Potential bug. Jetzt sind wir da rausgekommen. Jetzt, wenn wir jetzt hier weiterfliegen, kommen wir in den nächsten Raum hinein. Hätte gedacht, wir müssten eigentlich woanders lang, aber gut, wir gucken erstmal hier. Info City, es gibt mehrere Cities, das ist auch noch das Problem. Wir gucken mal ganz kurz. City 4. Notiz. Notiz von Raymond Kurtz, erstellt vor über einer Woche zum 100. Mal. Kenny, mich interessiert nicht, ob der Sternenhimmel realistisch ist. Mich interessiert, dass er ästhetisch ansprechend ist und dass er in Valeries Entwurf... Achso, und das war er in Valeries Entwurf. Stellt die Proportionen wieder so her, wie sie waren. Monitor. Upload Report. Drastische Gewebeverengung und Läsion im rechten Hippocampus. Identitätsverlust. Ah, das läuft nicht gut. Noch eine Notiz. Was machen die hier? Na, was machen die wohl? Also wenn du das bis jetzt noch nicht geschnallt hast, mein lieber Freund, dann zweifle ich an dir und deinem Gehirn. Da hat der Upload auch nicht richtig funktioniert. Notiz von Dr. Daniel Sykes. Er stellt heute Morgen, versucht es mal mit folgenden Einstellungen. Adenin, Thymin, Guanin. Na, ich glaube, da geht es um Dinge im Gehirn. ich glaube, das sind, ich weiß nicht genau, Aminosäuren oder so ein Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Upload von RN. Zielkörper Adam Newman. Erschreckend. Upload vollständig durchgeführt bei leicht verminderten Bedingungen. Gedächtnismodifikation 98% abgeschlossen. Kein Abschluss möglich, während BP-Zwischenfall. Mentaloptimierung erfolgreich. Gedächtnisleistung leicht beeinträchtigt. Alle anderen Werte 100%. Da reichen 2%, um alles durcheinander zu bringen, ne? Ne, wo? Aber trotzdem, jetzt sehen wir erstmal statt 4, statt 3, ich weiß nicht, wo 2 und 1 sind, habe ich jetzt bis jetzt nicht gesehen. Egal. Nach 2 gescheiterten Versuchen war City 3 die erste Version einer lebendigen virtuellen Stadt, die sich ein geschlossenes, aber noch nicht in allen Bereichen glaubhaftes System, das leider erhebliche Sicherheitslücken aufwies, wie sich bald herausstellte. Ich habe gerade ein bisschen komisch vorgelesen, egal. City 4. Die vierte Version der Stadt brachte bahnbrechende Verbesserungen.
Neben dem Durchbruch in der taktilen Sinnesdarstellung und einer glaubhaft simulierten Arbeitswelt bot sie erstmals die Möglichkeit, vollständige und dauerhafte Uploads durchzuführen. Letztlich allerdings hatten wir während des Baus der Stadt Technik und Know-how solche Fortschritte gemacht, dass entschieden wurde, die Stadt noch einmal von Grund auf neu zu bauen. Und dann entstand daraus Stadt Nummer 5. Wobei das ist Stadt Nummer 6, wo ist dann die... Merkwürdig. Okay, dann fehlt hier was. Wir gucken einfach in Stadt Nummer 6 rein. Ein Ausblick. Derzeit besteht kein Grund, City 5 zu verlassen. Dennoch machen sich unsere klügsten Köpfe permanent Gedanken über zukünftige Lebensentwürfe. Denn der Weltgeist hat noch einen weiten Weg vor sich. Und City 5 ist nur der Anfangs- und nicht der Endpunkt dieser Entwicklung. Nächster Raum. Da kommen wir nicht rein. Okay, weißt du Bescheid. Also müssen wir zurück. Den Rückweg bestreiten. Und wahrscheinlich dann da lang, wo vorhin diese eine Drohne war. Oder war in dem anderen Raum... Hier war auch eine Drohne. Kein Problem. Wir sind weg. Wir sind nicht da. Corrupted Messenger detected. Shitty Pity, okay. Also das ist, denke ich, zu nah. Oh. Null Problemo, das war. Ich weiß, dass es sehr knapp war. Da so ein Gefühl. Okay, das ist jetzt derselbe. Okay. Wir hätten gerade ausgemusst. Ging das überhaupt gerade aus? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Da kommt jetzt das Ding, genau. Hi. Wenn sie jetzt nochmal zurückdüst, dann nehmen wir den Weg. Oder wahrscheinlich kommt der jetzt hier rein. Ich glaube mich tot. Nein, bitte nicht hier reinkommen. Was ist das für ein Disco-Kram hier? Unfassbar. So. Mach schnell, Digga. Mach schnell, mein Jung. Oh, shit. Das... Corrupted Messenger detected. Was macht der Kollege da? Dreht sich da nur im Kreis. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich ganz schnell jetzt in diesem Moment da mal unten durch, absinken, Control. Manchmal nicht so einfach mit dem Absinken und dem Aufsteigen. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Durch das Labyrinth. Hindurch. Bin ich eigentlich noch auf Sendung? Home sweet home, Dr. Kurtz. Oh. Die Prozedur ist immer noch inakzeptabel. Geburten sind nun mal schmerzhaft. Ja, das müssen wir ändern. Die Station im Dome wird den Transfer beschleunigen. Governor Kane. Und? Es gibt Probleme. Richard Nolan. Was ist mit ihm? Er lebt. Er hat sich reorganisiert. Ausgeschlossen. Sein Behälter wurde bei dem Anschlag vernichtet. Er ist vorher entkommen. Er läuft seit Tagen in Berlin herum, sucht seine Familie. Er muss sofort neutralisiert werden. Und ich möchte jetzt einen vollständigen Status hören. Was macht die Drohne hier? Die hört nur zu, völlig unauffällig. Valerie, bist du das? Sag einfach ja. Okay, um Nolan werde ich mich kümmern. Wir haben jemanden, der uns dabei unterstützen kann. Eine unserer Kopien hat Kontakt zu ihm. Ihre Zeit läuft ab. Vielleicht lässt sie sich auf einen Handel ein. Tja, dumm Jungs. Wenn ihr nicht drauf achtet, wer Governor über euch Kane lauscht. Raymond Kurtz. Erklärt das auch den Zustand von Newman? Newman haben wir ständig untersucht. Er ist komplett. Im Großen und Ganzen. Komplett? Was soll das heißen? Ist er komplett oder nicht? Nun ja, wir hatten ein paar Probleme bei der Reprogrammierung, aber... Wieso erfahre ich das erst jetzt? Maff. Das war jetzt ein bisschen doof. Talken die beiden noch? Ja, okay, jetzt kann man sie nicht mehr hören. Ich habe eben die falsche Taste gedrückt. Leider bin ich zurückgesprungen. Okay, kein Problem. Folge Kane und Sykes. Würde ich gerne machen. Kommen sie jetzt...
Sieh mal hier. Oh. John. Ein neuer Algorithmus. Evolutionär. Aber kein Abbruchkriterium. Die Schleife kreist einfach immer weiter. Algorithmus? Kann das Probleme machen? Ich weiß nicht. Kannst du die Schleife nicht stoppen? Doch, sicher, aber wer weiß, wozu sie gut ist. Wir sollten das im Auge behalten. Machen wir noch einen Vollscan. Was macht ihr mit meinem Sohn? Na, krasser Scheiß. Weil das sind doch eigentlich auch nur alles Hologramme, oder? Sehe ich, das ist nicht doch richtig. Das sehe ich doch nicht etwa falsch. Waren wir nicht gerade schon? Das sieht irgendwie alles gleich aus hier. Und wir waren tatsächlich noch nicht drin. Hier gibt es aber auch nichts zum Angucken, außer den Raum an sich. Ich fliege jetzt einfach mal hier lang, weil der Raum, siehst du, also es bewegt sich alles in diese Richtung. Deswegen denke ich, das könnte richtig sein. Wir werden sehen, wenn wir falsch sind. Ich glaube, man kann nicht so viel falsch machen. Ich glaube, das ist schon... Überlege gerade, ob ich hier eine Drohne höre. Oh, wir sind richtig, sag ich doch. Da sind die beiden Kollegen. Wir sind gleich draußen. Wir haben einen von Jeffs Leuten identifiziert. Sie haben Verbindung. In unser System? Ja. Sie haben einen Mann hochgeladen. Er nennt sich Charlie. Seid ihr wahnsinnig? Ist euch klar, was der hier anrichten kann? Natürlich. Wir wissen erst seit kurzem davon. Aber wir arbeiten bereits an einer Prozedur. Komm mir nicht mit Prozeduren. Findet ihn und löscht ihn. Über die Konsequenzen sprechen wir noch. Wohin darf ich Sie bringen, Sir? Zum Dom. Das war der Typ, der uns mit der... Als wir mit unserer Frau uns getroffen haben. Als der da aufgetaucht ist. Ne? Das muss der gewesen sein. Du bist nicht echt. Kapier's endlich. Nichts von alledem ist echt. Alles eine Lüge. Du bist eine Kopie. Eine Kopie. Eine Kopie. Okay, und nu? Das war die erste Tür. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Das wäre ja krass. Hüfenen! Richard hatte recht. Meine Familie. Amy. Und Governor Kane. Hat sie das alles? Ich muss hier raus. Aber sag mal, haben wir jetzt wirklich die Aufschlag? Die erste Tür war richtig. Die haben wir gleich als zum Anfang getroffen. Das ist nicht schlecht. Ja, völlig unauffällig mal rausrennen. Die Frage ist ja eigentlich, rennen wir überhaupt? Ist das wirklich Rennen? Ich glaube nicht. Denn wie rennt man, wenn man keine Beine hat? So. Okay, die machen da Talkrunde. Wo sind wir denn gerade? Wir sind von hier gekommen, glaube ich. Na, hier hinten waren irgendwie die... Nee, hier sind definitiv nicht die Autos. Oder sie waren hier und sie sind jetzt nicht mehr da. Aber das ist auch kein Problem, dann nehmen wir halt die Bahn. So, die werden dann noch ein bisschen Gehirn geimpft. Ohne die Spur einer Eigenschaft. Sehr, sehr, sehr schön. Nee, wir müssen das wirklich nehmen. Die haben alle Autos weggenommen. Die beiden Typen. Ja... Infinity Plaza. Fahren wieder nach Hause. Und dann geht es vielleicht nochmal eine Runde in die andere Welt hinein. Wobei ich vermute, wir werden gleich nochmal kontaktiert vor dem einen oder anderen Kollegen, der hier hochgeladen wurde. City 5 Central. Mittwoch. Infinity Plaza. Da ist er. Sag ich doch. Hey. Hey, hey, nicht weglaufen. Was denn? Ich kenne sie nicht. Charlie, richtig? Wir kennen uns nicht. Nein, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Richard Nolan. Okay, nicht hier. Sehr unauffällig, wie der Roboter dahinter stand. So völlig so, hä? Ich hab nur zufällig zugehört, tut mir leid. Ja, geil. So, ist das jetzt ein neuer Ort oder ist das, was ist das? Ein Irrsinn ist das alles. Ich meine, klar, was sie hier geschaffen haben. Verdammt beeindruckend. Aber auf Dauer, das ist doch nicht das Leben. Wie hältst du das aus? Naja, eigentlich... Also er, eigentlich auch gar nicht. Hallo? Ich kann gar nicht anklicken. Doch kann ich, wenn ich die Maus benutze. Ich bin ja gar nicht richtig hier. Es gibt mich und es gibt Richard. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss.
Zu wissen, dass man ein Konstrukt ist. Der Schatten von irgendeinem... Einen schönen Tag, Mr. Newman. Schönen Tag, Miss Patrick. Braucht hier oben eigentlich keiner? Nirgendwo ein verdammter Automat. Ist ja nicht so, als könntet ihr an Lungenkrebs sterben. Ohoho, wir sind so glücklich, wir brauchen keine Drogen. Faschisten. Glauben, dass Maschinen Moral entwickeln. So naiv. Sir? Die Maschinen, die wollen nicht sein wie wir. Im Gegenteil, sie wollen, dass wir so werden wie sie. Die richten uns ab wie Haustiere. Wenn wir Glück haben, füttern sie uns. Uns? Was rede ich von uns? Ihr existiert nicht. Nichts von all dem existiert. Sir, könnten Sie bitte etwas leiser sprechen? Halt's Maul, Datensatz. Du bist keine Person, das weißt du, oder? Wie habe ich die Stimme gerade an Gronkh erinnert? Ich weiß nicht genau warum. Aber irgendwie hat sie mich gerade daran erinnert. Dann sag mir, wie ich wieder zu einer werde. Einer echten Person. Wie du. Tja. Vielleicht gibt's einen Weg. Aber ich brauche deine Hilfe. Ja, ist Gronkh, definitiv. Ich sitze fest. Rauf zur Hölle ist einfach. Aber wieder runter. Irgendwo muss eine Download-Schnittstelle sein. Wahrscheinlich im Dome. Aber da komme ich nicht rein. Die würden mich sofort erwischen. Aber deine Amy arbeitet da, oder? Du müsstest mich nicht reinschmuggeln. Ich brauche nur ein paar Koordinaten. Dann brauche ich auch etwas von dir. Ich will mehr über deine Welt wissen. Meine Welt? Schau doch einfach die Nachrichten. Du kannst in die Kanäle von The Voice einhacken. Ein beliebiger Tag aus den letzten Jahren, dann weißt du Bescheid. Ich gebe dir die Zugangscodes und du hilfst mir den Dome. Abgemacht? Gib mir bis heute Abend. Sei um Mitternacht wieder hier. Warte, was genau hast du vor? Vertrau mir.